Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin hier mit Kabi. Moin, moin. Ja, wo ist Kabi? Ist nicht da. Ich bin am Papier weg. So, Leute, wir müssen ein paar Sachen kaufen. Und zwar müssen wir kaufen den Autoloader. Der Autoloader ist unter Postgeräte. Ja, der kostet eh kein Geld. 19.000 kaufen. Ja, dankeschön. Dazu brauche ich noch einen Dolly. La la la. So, Dolly haben wir auch gekauft. Sehr schön. Genau, und dann wollten wir, glaube ich, letzte Mal wollten wir ja dann noch. Haben wir doch, glaube ich, ja dann überlegt. Dreh mal der Mausrad, ob wir ein Dingens haben. Eine Motorsäge. Ja. Ja? Okay. La, 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 la. Ja, neue Aufnahmesession, Leute. Ja. Ja. Für uns ist der Samstag vor Destiny. Wollen wir gleich hier in den Wald fällen, wo das Papier weg ist, oder was? Gehen dahin, wo Wald ist. Ach, scheiße, Alter. Drücke wieder Leertaste, um rückwärts zu fahren. Ja, aber wir spielen privat noch Hof Bergmann, Leute, aber mit ganz anderen Mods in dem Sinne. Alles ein bisschen anders. Realistischer noch in dem Sinne. Wir wollten ja, glaube ich, dann auch, letztes Mal haben wir auch noch geredet wegen den Trucks, weil wir wollten ja weggehen von den LKWs, dass so, wir nicht so viele Stunden da drauf kriegen, ne? Also mal gucken, brauchen wir denn das? Es wäre eigentlich oben beim Sägewerk, gibt es da Wald? Eigentlich ist der Wald unten bei der Biomass-KW. Und bei der Sandkuhle. Da haben wir früher den Wald gemacht. Mit dem Autoloader ist das ja eigentlich kein Problem. Das da unten ist, glaube ich, überall Wald. Das ist eigentlich Wald. Da komme ich jetzt hin. Wir müssen halt nur einigermaßen uns ein Augenmaß nehmen, weil wir das Maßband vergessen haben drauf zu machen, aber egal. Oder wir vergessen hinkriegen. Haben wir es nicht. Ich habe gesagt, wir machen ja heute kein Holz. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor wir schnell stellen. Dann wollen wir das noch fertig machen. So, das habe ich jetzt auch. Mal zusehen, dass wir rüberkommen auf die andere Seite, Leute. Ja, hier kommen wir durch. Einen größeren Wendekreis. Jawohl, löppt doch wie ein Uhrwerk hier. Das löppt doch. Ja, aber wenn sich jetzt Leute fragen, warum wir das machen, wir brauchen ja Papierfabrik und wir müssen Papier herstellen für Zigarren und den ganzen Kram. Kabi hatte sich das extra alles aufgeschrieben, Leute. Und Jupp. Ja. Papier brauchen wir für die Zigaretten, deswegen machen wir das noch, weil das nur Holz und Wasser ist. Und für die Zigarren brauchen wir die Paletten und deswegen wollen wir das Sägewerk am Laufen halten. Genau. Oder Paletten, das sind ja nur so. Kann ich viel Schachteln. Zigarren Schachteln. Ja, so viel ist das jetzt auch nicht, Alter. Oh. Wenn man den hier einmal voll machen sollte, das eigentlich ein Autoloader, sollte es eigentlich einmal vollkommen ausreichen. Es ist ein normaler Hänger, Leute, die den nicht kennen. Es ist einfach nur der normale Holzhänger, nur mit einer Autoload-Funktion. Mehr in dem Sinne nicht. Mehr extra gibt's da nicht. Ja, heute ist für uns ein großer Aufnahmetag wieder mal. Da wir wenigstens die erste Woche von Destiny wenigstens ja, spielen möchten, gucken möchten,
Ja, brauche ich schon die Nummer, aber das brauchen wir auch gar nicht für 4 Wochen planen. Wird ja wohl locker ein Samstag drinne sein, immer. Ja, oder nicht? Also. Ja, klar. Ja, ich war ja erstmal überlegen, Leute, Destiny zu veröffentlichen, aber ich muss klipp und klar sagen, dieses Problem auf YouTube hat sich nicht erledigt. Es werden immer noch von mir Landwirtschaftssimulator-Folgen geblockt. Es wird immer noch Factorio geblockt. Also eigentlich Videos, wo ich überhaupt gar keinen Sinn drin sehe. Und wie ist es dann bei Destiny? Also, wie ich halt gesagt habe, wenn die Arbeit, die man sich damit macht, ist, ja, Arbeit ist eigentlich für mich immer der Fall. Unser Hobby in dem Sinne neben und das Hobby dann nicht genutzt werden kann, dann würdet ihr es ja auch nicht mehr nutzen. Also ist ja vom Prinzip normal. Ich glaube, du kannst links fahren. Nein, ich will hier hoch. Ich will dahin, wo man Bäume fällt, Kavi. Oh, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Nein, habe ich doch geschafft. Hier ist nämlich extra der Berg. Ja, yeah, mit 22 Klamotten. Mit 21 Klotten. Ja, und aus dem Grund werden wir das wahrscheinlich nicht machen. Es könnte sein, dass ich und Kabi streame. Das will ich nicht verneinen. Will ich auf gar keinen Fall verneinen. Also das, ja. Ich habe ja auch Hof Bergmann gestreamt, Leute. Das Problem war nur, ich hatte mir gedacht, okay, ich gehe bei und mache ein bisschen Musik im Hintergrund an und dadurch wurde jetzt komplett das ganze Video gesperrt. Ja, YouTube, ihr seid wirklich die absoluten Helden in meinen Augen. Aber gut, was will man noch großartig machen? Ich denke mir so ein bisschen meinen Teil zur Zeit da so ein bisschen bei, aber ja. So, hier ist unser Wald, den wir abholzen können. Bremse anziehen, nicht vergessen, Handbremse nicht, dass gleich der Trecker unten ist. Alter, ist das eine Steilung, Alter, wenn du dir das mal anguckst, wie der Trecker steht, ne? Leck mich am Arsch. Ja. Fangen wir jetzt einfach an, kippen die Richtung Trecker in dem Sinne. Ja, Kabi, was wichtig ist, das war wirklich die Äste 100% entfernen. Jo. Baum fällt! Bleib bitte stehen, danke. Ja, also zurzeit irgendwelche Ego-Shooter zu veröffentlichen oder geschweige irgendwas anderes ist wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, eine Katastrophe. Aber was soll man machen? So schaut's aus. Man sieht's ja, PeteSweet haben ihre eigene Homepage, Gronkh hat seine eigene Homepage oder macht jetzt seine eigene Homepage. Hat er gestern im Livestream veröffentlicht, dass seine Gronkh.de Seite down ist. Er wird auch komplett von YouTube verschwinden. Also, ob er verschwinden wird, ist zweierlei, aber er wird sich eine eigene Homepage bauen. Man kann ja sagen, PeteSmith sind den ersten Weg gegangen oder den ersten Schritt damit. Ja, die waren am schlausten. Also das muss man denen jetzt auch mal wirklich lassen, Kabi. Sie waren wirklich die schlausten von allen. Als wenn sie es vorher schon gerochen haben. Schon gerochen haben in dem Sinne. Also keine Ahnung. Gut, die hatten das ja schon Ewigkeiten geplant. Linke Seite. Nein, wir brauchen rechte Seite. Das bedeutet O drücken, rechte Seite. Und dann, was ist denn jetzt eigentlich aus den ganzen Rechten da geworden, da war, wo mal ein riesen GAU da war, hat man auch nichts mehr gehört, oder? Wegen was? Ja, wo die da diese Lizenzen da zahlen müssen, oder was weiß ich. Achso, wegen dem TV-Rechten, ja, da ist irgendwie Stillstand geworden. Okay, das habe ich ein bisschen lang gemacht, den einen. Wir hätten uns doch ein Maßband drauf machen sollen, aber egal.
Ja, für die paar Holzinger geht das jetzt schon. Nächstes Mal machen wir es drauf. Vom Gefühl her glaube ich schon meine ein bisschen besser aus wie deine. Ich werde einfach ruhig bleiben. Diese Lizenzen, das wird jetzt auch irgendwie kommen. Man muss ja jetzt ja überall reinschreiben. Werbevideo und bla und Sülz. Ich brauche es nicht, weil ich erstens nichts in die Kamera halte, zweitens kein Merch habe oder irgendwelche anderen Sachen. Ich habe ja nichts davon. Und aus dem Grund, ja. Der ist immer noch zu lang. Kannst du dir noch mal ein Stück geben? Warte. Jetzt. Noch ein Stück weg, oder? Ja. Ach, ich drück immer Leertaste, ne? Ja, jetzt hat das. Den nehme ich mit runter zu den anderen. Ja. Ja. Aber was willst du dagegen machen? Ich glaube, YouTube schneidet sich ins eigene Fleisch, weil die großen YouTuber einfach ihre Plattform haben. Also sie haben so welche wie Erik oder Pizzi, die haben ja ihre festen Leute, also ihre feste Community. Das muss man ja jetzt wirklich sagen. Guck mich an. Ich bin wirklich jemand, der viel Pizza mit guckt, Leute. Und, warte. Ich glaube, der ist zu lang. Ja. Und in dem... Ne? Oh. Habe ich ein gutes Augenmaß, wa? Und, aus dem Grund... Ich gehe auch auf den ihre Seite. Also ich muss euch das... Das reicht, Kabi. Wollte gerade sagen. Das muss man ganz ehrlich gestehen, dass, so, wo muss ich es jetzt hin? Zum, jetzt Papierfabrik. Nicht. Du müsstest eigentlich hier, ach nee, du kommst da hier nicht runter, oder? Da unten ist nämlich die Straße, ey. Ich fang mal. Mal gucken. Ja, okay. Hier sehe. Ja, ich muss eindeutig sagen, ich bin auch jemand, der sich dann sagt, hey, ich gehe dann lieber zu dem Pizza-Suite auf der Seite, unterstütze die Leute damit. Und sie haben mehr davon. Da manche Leute denken sich, die wären dadurch immer reicher, etc. bla bla. Da denke ich gar nicht dran, sondern ich denke einfach daran, die Leute zu unterstützen. Normalerweise rede ich nicht über sowas, ihr wisst das selber, aber ich glaube wirklich, dass das die Zukunft sein wird, dass die Leute sich eine eigene Homepage und das bauen werden und wirklich da ihre Videos veröffentlichen werden. Weil man sieht es ja zum Beispiel, nehmen wir Chris, der spielt zurzeit NBA 2K, ne, Kabi. Und da läuft die ganze Zeit diese NBA-Musik im Hintergrund, wie irgendwelche Hip-Hop-Musik, weißt du, die in Amerika so immer läuft. Und keine Probleme. Die haben Werbung vor den Videos, die haben alles. Also liegt es doch nicht an den Werbepartnern. Weil sie kriegen ja genauso ihre Werbepartner wie YouTube. Also... Ja. Was ist da für ein Problem? Und wer Pizza kennt, Alter, die reden nicht über Hunds und Kunst oder die sagen, ja, tut mir leid, sondern die sagen dann wirklich Ausdrücke, die, ja, wo du wirklich dir die Ohren dran anlegst. Verstehst du, Kavi? Mhm. Und so wie wir in dem Sinne privat miteinander auch reden, wir beide zum Beispiel, weißt du? Wenn man sich halt länger kennt, dann weiß man, ey, das ist Spaß in dem Sinne, weißt du, wenn ich zu dir sage, blödes Arschloch, dann meine ich halt das nicht. In dem Augenblick halt so, aber keiner ist voneinander sauer und so ist es bei denen halt auch. Und ich verstehe es einfach nicht, warum die es so hinbekommen auf ihrer eigenen Plattform, aber YouTube angeblich nicht. Also für mich ist das alles nur eine Schikane und mehr nicht. Sie haben was programmiert, einen neuen Algorithmus. Und der funktioniert nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und statt ihren Fehler einzugestehen, ja. Und sonst müssen sie einfach mal anfangen und mal Leute einstellen. So.
Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ich weiß nicht, wo du rumguckst. Der linke Weg gab's nicht. Gab's nicht, da sah aus, als wenn es hier einen Weg geben würde, hier vorne rechts. Siehst du das, da wo ich jetzt hinfahre? Gibt's naja. Keinen Weg nach rechts, Kavi. Ja, nee. Gibt's nicht. Okay, also, ja, du auf der Straße bleiben können, oder? Oder wo bist du denn jetzt besser können? Ich hab gedacht, ich könnte da rechts abbiegen, aber das funktioniert nicht. Ist ja auch jetzt egal, mein Gott. Achso. Ja. Also für mich ist es einfach eine Schikane. Vielleicht wollen sie Leute loswerden, vielleicht wollen sie Leute nicht loswerden. Ich bleibe hier, weil ich halt nicht Vollzeit-YouTuber, ja, von den Videos her bin ich schon Vollzeit-YouTuber, aber halt, ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt mit YouTube. Ja, und genauso wie Kabi auch nicht. Wir gehen alle arbeiten. Wir haben unseren normalen Arbeitstag, ne? Kann man das so sagen? Ja, unseren normalen Arbeitstag. Und daher ist das eigentlich für uns ein nebensächlicher Aspekt. So, nur um mal unseren Standpunkt damit zu sehen. Sollte es natürlich sein, dass ich gar keine Videos mehr veröffentlichen kann oder geschweige irgendwas anderes, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Scheiß einen drauf, wäre ich in Erik oder in anderen Angelegenheiten und ich könnte meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, dann würde ich mir natürlich auch andere Gedanken machen, Leute. Ganz einfach, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nur ich habe keine Verpflichtungen. Wir beide hier machen das aus unserem Vergnügen heraus und daher ist das alles schon in meinen Augen eigentlich okay, Kavi, ne? Also. Richtig. Klar, jeder hat den Hintergedanken, oh, wäre schon cool, wenn man groß werden würde und bla und Sülz und ja, man müsste nicht mehr morgens um 7 Uhr aufstehen, zur Arbeit gehen und ja. Ja, ist doch so, Kabi. Also muss man doch jetzt mal ganz ehrlich auch sagen, ist ja cool. Aber ja. So, du bringst Wasser. Das ist ein Weg, ja. Guck mal, wie geil der das hier gelagert hat. Das sieht doch schon mal richtig nice aus. Noch was übergeblieben? Nein, alles weg. Echt? Ja. Krass, was geht denn da rein? Keine Ahnung, ich gehe mal jetzt an den Rechner und gucke mal hier. Wir haben 27%, das waren 108.000. Lol. Ja gut, wenn du das mal in echt vergleichst, wie viel Holz wir für Papier benötigen. Ja, Kavi, deswegen gibt es ja heute recyceltes Papier, ne? Aber recyceltes Klopapier ist ganz schön kratzig, also das kann ich keinem empfehlen. Kennst du das nicht? Früher auf der Arbeit, Alter, hatten manche Firmen dieses kratzige Klopapier, oh, ja, Alter. Ja. Boah, vergiss es, Alter. Ein Heimscheiß, Alter. Ja, aber wenn du... Oder auf Tankstellen gibt's das, glaube ich, heute noch, ne? Keine Ahnung. Das ist sowieso für mich... Nein, Alter. Nein, das ist für mich auch ein absolutes No-Go. Pinkeln gehen oder so ist alles okay. Ja, aber... Nee, aber, Alter, nein. Ich sitze mich da nicht drauf, Alter. Nein, ich auch nicht, Alter. Deswegen, also manchmal denke ich mir... Frauen haben es doch schon schwer, oder? Ja, meine Frau sagt auch immer... Ich halte so lange durch, wie es nötig ist. Ja. Ja gut, du musst dann... Wenn's eigentlich, also wo wir jetzt zum Beispiel nach Berlin oder so gegangen sind, dann hat meine Mutter und meine Frau zum Beispiel gesagt, lass uns bei McDonald's anhalten. Ja. Mein Vater hält dann bei McDonald's an, wo wir dann dahin gefahren sind nach Berlin. Und einfach nur so als Beispiel, dann hältst du bei McDonald's an. Da weißt du, es ist nicht schön, aber es ist sauberer. Wie eine Raststätte oder geschweige irgendwas anderes. Ja, das geht ja bei München nicht mehr. Musst du dir was kaufen, sonst kommst du nicht in die Toilette rein. Ja, aber die können nicht beim Gasthof, wenn du auf den Rasthof drauf fährst, Kabi, und da gibt's McDonald's, das können sie nicht verlangen. Das nee, hier kriegst du was, oder? Nein, hier musst du Wasser reinmachen. Du musst zurückfahren weiter. Oh, falsche. Ist jetzt schwerer, ne, wenn der jetzt auf einmal so Gas rückwärts gibt, ne? Ist das, was ich dir ja gesagt habe. Das ist mit Drive Control gar nicht so schlecht, wenn der langsam zurückfährt mit Tastatur. Ja, wir spielen auf einer privaten Map mit Drive Control, Leute. Und das ist echt cool, weil der langsamer zurückfährt. Man kann viel besser rangieren, viel besser kontrollieren. Also meiner Meinung nach. Gerade für Kabi, der da wirklich nicht viel Erfahrung hat. Ja. Geht nicht. Lass mich rein. Kann ich abladen. Hi. Ist aber dabei. Da jetzt geht. R drücken musste ich. Da oben steht Liquid Trigger Name Stop.
Jetzt stoppe ich und jetzt mache ich wieder rein. Da steht oben R. Ich dachte, ich gucke auf I. Nein. Dann müssen wir mal gucken, wie viel da jetzt reingeht. Ja, das wollten wir, glaube ich, auch letztes Mal noch nachrechnen wegen Tanks oder so. Wir wollten ja, glaube ich, umsteigen auf LKWs, ne? Ja, ja. Aber dafür müssen wir ja erstmal ein bisschen Kohle machen. 250 Papier haben wir schon. Weil die Maschine läuft nicht. Wollen wir einmal ganz kurz schnell stellen und einmal gerade gucken? Das sind ja nur ein, zwei Minütchen. Möchte mir guck mal, ist schon eine Papierrolle. Ja, habe ich doch gerade gesagt. So, jetzt läuft die Maschine. Zack, geht da rein. Wollen wir noch voll machen mit Holz oder wollen wir es lassen? Ich würde sagen lassen. Alter, wie schnell das hier lang fließt, Alter. Pass mal auf, wenn hier das gleich die Rolle rauskommt. Guck mal, miau! Und jetzt. Kokainabon. Krass, Alter. Puff. Na, ist schon cool. Muss da runtergehen. Ist schon cool. Können wir laufen lassen. Da werden wir ja wohl einiges an Papier bei rauskriegen, Gabi. Gut. Also 108.000 kann ja nicht so wenig Papier sein, oder? Und so viel Zigarren stellen wir ja auch noch nicht her. So, was fällt dann als nächstes an? Was jetzt noch? Ja, müssen wir. Die Hackschnitzel müssen wir beim Sägewerk entleeren, weil die sind schon fast voll. Wo hatte ich denn jetzt meinen Trecker hingestellt? Da hinten. Okay. Ich glaube, da müssen wir auch noch Holzstämme auffüllen. Also fahre ich nach. Lange ja. Keine mehr? Wolltest du dich mal gerade hochporten? Brauchst du nicht. STRGY. Ja, guck mal gerade. Weil sonst würde ich nämlich Richtung Wald wieder oben fahren. Fabrikscript. Ja, Leute, 21 Minuten. Wir sagen damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Landwirtschaftssimulator. Wie gesagt, Leute, es wird sich erstmal nichts ändern. Nur ich kann nicht beigehen und kann jetzt Destiny veröffentlichen. Und die ganze Mühe, die wir uns mit den Videos machen, ist einfach für die Katz. Und da habe ich einfach keine Lust zu. Und Kabi in dem Sinne auch nicht. Weil es ist ja in dem Sinne auch unsere Freizeit, die wir dann dafür nutzen. Wir würden dann trotzdem spielen und euch nur ein bisschen was erzählen. Aber ja, er ist dann auch pissig. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich mit ihm darüber rede. Kabi, wir haben hier in der LS schon wieder Probleme. Dann sagt er auch, hey, wofür machen wir die Scheiße denn auch vom Prinzip überhaupt noch? Ja, nicht, dass man die Scheiße wegen den Videos, sondern man regt sich einfach darüber auf, Leute. Ja, man muss auch überlegen, wenn wir für euch für 14 Tage aufnehmen, das sind 5 Stunden, die wir wirklich am Stück in dem Sinne für euch machen, wo wir eigentlich ja auch kein Problem mit haben, gar nicht. Aber wenn YouTube die dann sperrt und ich dann ständig E-Mails schreiben muss, es ist nur Landwirtschaftssimulator. Ja, wir fahren mit einem dusseligen Trecker durch die Weltgeschichte. Und die Videos werden gesperrt. Das kann ja vom Prinzip nicht sein. Also das muss man ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und dann ist man schon etwas angepinkelt. Wie ist es denn, wenn wir Ark gespielt hätten, Kabi? Naja. Also überleg mal, wir hätten... Wenn wir das nicht gemacht haben. Ja, wir wollten das ja machen. Du musst ja mal wirklich überlegen, Kabi, wir wollten es wirklich machen. Du meinst, wenn wir das auch noch gemacht hätten, Alter, dann wäre das auch alles für die Katz gewesen. Keine Ahnung, also ja. Solange wie sich der Algorithmus von YouTube einfach nicht einkriegt, können sie uns auf Deutsch gesagt am hobeln. So, damit sagen wir wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.